Was war denn das? Warum waren die dann da, so da? Das habe ich auch nicht verstanden. Du gehst einfach, weil du dann. Du hast viel zu lange gebraucht, Tim. Ich werde das jetzt sagen. Du gehst jetzt einfach direkt da. Ja, ich will jetzt nicht direkt. Nein, kein Wasser. Mehr. irgendwie. Geh doch direkt da rein, dann kommen die auch gleich erst wieder raus. Nummer. Da siehst du, komm. Da kommen sie schon direkt. Ich versuche mal irgendwas aufzusaugen, aber es geht nicht. Ja, wieso? Du hast es einfach da drin. Ich glaube, du musst gar nicht mehr. Das war früher so. Da musstest du die immer noch regelmäßig auffüllen. Aha. Also da kannst du irgendwie dann aufsaugen. Kannst so, nur das ist der Sony schon. Einmal benutzen so, zack. Oder so. Ach so, ja, okay, gut. So, jetzt lenken die Viecher ab hier. Ein lebender Organismus, den keine Munition des Universums verletzen kann. Du musst es irgendwie erschrecken. Ach so, keine Munition. Mehr. Ja, kommen die Viecher denn? Oh Gott. Oh, ich bin erschrocken. Ich kam auch nicht von der Stelle hier. Bravo, Ratchet. Bravo. Jetzt geh weiter. Ich suche einen anderen Weg herum. Anvisieren. Ja, du musst halt schon. Ja, nicht mich essen! Ist noch irgendwas? Der Dom hat mich gerade voll erschrocken. Ey. Warum denn? Der läuft hier rum wie so ein. So ein Leichen. Ich hab dich erschrocken? Otto, ey. Ja, ich musste halt gerade mal am PC checken. Twitter-Livestream. Was habt ihr so erlebt in der Zeit, wo ich weg war? Richtig viel. Und warum? Ah! Was ist passiert? Erzähl mal. Da, der Tim muss jetzt erstmal die Schraube da drehen, ey. Tim ist locker. Schraube locker, ja. Guck, ich mach einen Spin-Move, wenn es geht. Den habe ich letzte paar Folgen auch gemacht. Nee, eben nicht, du hast gesagt nicht. Eben gut. Nicht! Aber davor. Hab's geschafft. Der Dom, der ist hier rumgeschlichen, ne? Ja. Ich hab den kaum gehört. Weil der Schleicher. Immer wieder da. Ja, soll ich so Radau machen? Ja. Ich bitte darum. So müde? Ja, schon ein bisschen. Die Krankheit. Der Tag heute, der Schultag war echt anstrengend. Irgendwie war der anstrengender als so ein anderer Tag sonst. Ja, ich weiß echt nicht wieso, aber ich war heute so müde. Zombieland haben wir geguckt. Und irgendwie so ein Teil von Pulp Fiction und dann noch so eine Kriegsdokumentation über einen Fotografen. Unglaublich, Jungs. Ja, also wenn man dann was hast du gemacht? Schultag macht. In der Nicht-Uni? In der Nicht-Uni? Mhm. Gelernt. Awesome. Mhm. Hatte. Wie viel Jahr bist du jetzt in Hogwarts? Dein drittes Jahr, Junge. Drittes Jahr? Ich lerne gerade Lumos. Oder was? Hast du schon eine ZAP-Prüfung gemacht? ZAP? Ja, klar. Dann darfst du ja jetzt schon apportieren. Apparieren. Apparieren. Apportieren, wer Stöckchen bringen. Apportieren, ja. Ich bin jetzt soweit, ich darf jetzt nicht apportieren. Dann darfst du ja jetzt schon amputieren. Amputieren. Darfst schon eskalieren, Tim. Sehr geil. Cool. Was ist jetzt los? Was ist da los da rein? Was geht los da rein? Der Drehstern ist defekt. Wir haben vielleicht keinen Empfang. Systemablink wird gestartet. Clank! Ratchet, wie hast du mich gefunden? Machst du Witze? Meinst du, ich lasse meinen besten Freund hier zurück? Wer ist das hinter dir? Ist das ein Lombax? Ja, das ist General Azimut. Dank ihm habe ich dich gefunden. Gib mir deine Koordinaten und wir holen dich. Signalstärke 33%. Ratchet, du musst mir helfen. Orvus steckt in der Klemme. Geh bitte nach Sanifar und bezwinge Dr. Nefarius. Sanifar? Dr. Nefarius war nicht mehr dort, seit vor 2 Jahren seine Station fertiggestellt wurde. Also musst du ihn dann bezwingen. Flieg zum Tombly-Außenposten und suche ein Zeitportal. Bitte, rette meinen Vater. Vater? Klecks, was soll das sein? Du musst dich der Realität endlich stellen, Sigmund. Orvus braucht uns. Also, kannst du ein Zeitportal auf Sanifar erstellen? Ich könnte ja mit dem oszilloskopischen Verknüpfungsmodulator ein Vakuum aus negativer Energie schaffen und so theoretisch ein Wurmloch erzeugen. Portal stabilisiert. Tada! Tada. So, Dommer, willst du mal wieder?
Ich mag, ich mag den Sigmund. Lustiger Typ. Auf jeden Fall. So, hier, ah ne, da kommen wir gar nicht hin. Ja, ich glaube, da links müssen wir. Was war das denn für ein Glitch? Schöner Glitch. Ich hab gesagt, dass ich gute Arbeit gemacht habe. Hast du gut gemacht, Domme. Soll ich noch den Bolt holen? Welchen? Goldbolt. Haben wir doch. Achso, den Goldbolt. Ja. Ach, da können wir jetzt mit dem. Okay, das erste Mal war geil. Das zweite Mal richtig vercaked. Vom habe ich beim ersten Mal auch noch gedacht, ah, war richtig gekonnt. Das zweite Mal war dann irgendwie so. Ja, ich dachte random. Auch so. Random shit. Ja. Random klingt besser als Zufall, oder? Ja. Ist ja auch etabliert. Random. Ist es so? Ist ich glaube, recht etabliert. Also, wenn ich random sage, wisst ihr 12, was ich meine. Ja, aber random ist ja eigentlich voll etabliert, auch in der. Ich meine, gerade in Gaming-Sprachen, oder? Ja, nur sonst kriege ich eins aufs Dach, wenn ich irgendwelche Gaming-Sprache anwende, deshalb. Du kriegst gar nichts aufs Dach. Doch. Ich finde das gut, wenn du wir wurden heute noch von QTEs der Klassenkameradin so ausgelacht. Ja, richtig. Weil wir angezockt gesagt haben. Ja, es war so. Ich habe das mal angezockt und die so, angezockt, was ist das denn für ein Wort? Warum weiß ich es nicht? Was denn, denn? Ohne Witz. So, also, boah, ach, das, ich bin in die falsche Richtung. Also die Folge zu gucken, wer Witz, die Dame jetzt gezwungen oder so. Ja. Angezockt. Der ist hier für dich, angezockt. Ne? Wir haben das mal angezockt, das Level. Eine neue Waffe angezockt. What the fuck, we rock. Und so. Wahrscheinlich muss ich jetzt back. Wahrscheinlich heißt es auch backtracking. Trackbacken? Oder kannst du da gegen das Nest da irgendwie hauen? Da kommt Nee. Ja, da geht's ja, aber der muss aber halt den Honig erstmal. Zurück. Ja, war das? Nein, hier vorne ist der Honig. Achso. Gewesen. Ah, okay. Der Honigpflanzen. Der Honigstopf. Wo ist denn der Winnie Pooh? Isst du nicht so gerne den Honig? Nee, der steckt gerade im Baum fest. Ah, das war das. Ja. Das war. Winnie der Code. Das war wie als der kleine Winnie Pooh im Honigbaum feststeckte. Ich mochte Piglet eh immer mehr. Das kleine Schweinchen. Piglet. Tigger. Tigger war einfach voll der. Winnie Pooh, der Himmel stürzt ein. Und nein, IA, weil er so war wie ich immer so. Ja, mir ist alles egal. Weil das Muttertag heute. Beziehungsweise es war wahrscheinlich schon Muttertag. Ja. Es war schon Muttertag. War schon Muttertag. Es ist mal wieder Muttertag. Es war schon! Ja, Holt. Welcher, ne? Ich glaube, der Muttertag war sogar schon längst. Der war wahrscheinlich schon längst. Vor 2 Wochen oder so? Ja. Mehr wahrscheinlich noch. Und wie habt ihr den gefeiert? Mit eurer Mutter? Ich weiß gar nicht. Schenkt ihr eurer Mutter? Ich schenke meiner Mutter immer was. Ja. Morgen ist aber Vatertag, glaubt. Ja. Also vor 3 Wochen war Vatertag. Ah, hier gibt's auch noch was, glaube ich. Stimmt. Ja, mein Vater ist morgen auf einer Sauftour auf dem Schiff. Ja? Ja. Habe ich auch vor, irgendwann mal da mitzumachen. Aber letztes Jahr bin ich immer in Willig auf dem Grümpelturnier. Wir machen eigentlich immer so Bollerwagen. Ist das ein Willig? Ja. Echt? Oh, Martin. Ja, richt mal schön die Grüße aus hier. An den Fanclub-Vorsitzenden. Über den Titel kann man noch diskutieren, aber das... Inoffiziell natürlich. Der inoffiziell. Ja, offiziell ist noch gar nichts, außer außen ist. Und unsere Let's Plays. Die auch, ja. Wir müssten eigentlich schon jetzt bald mal hinter unseren Namen immer so TM. Blackhawk TM. Wieso Tim? Dafür müssen wir. Ja, Blackhawk Tim? Ja. Genau. BCG Tim, BCG Domme, BCG Dom. Kortos. Hm? Kortos. Da singst du schon wieder, Dom. Komm mal her. Light it was. Oh, wirklich? You will never destroy me. Sagt ja kein Ton. Ratchet, ich muss dir noch was über die Uhr sagen. Wenn wir Erfolg haben. Ich muss dir noch was über die Uhr sagen. Wie lange wir gebraucht haben. Wenn wir Erfolg haben, wenn wir die Zeit zurückdrehen und Tachyon aufhalten, existiert die Gegenwart, wie du sie kennst, nicht mehr. Heißt das, ich werde Clank vergessen? Es bedeutet, du wirst ihn niemals getroffen haben. Die Uhr bietet zwar jenen, die sie nutzen, eine Art Zeitimmunität. Aber es gibt keinerlei Garantien. Wenn das die einzige Chance ist, meine Familie zu retten, muss ich sie nutzen. Gut, werd jetzt nicht nervös. Aber nicht weit von unserer Position habe ich Forcelons Signatur empfangen. Ich lenke ihn ab. Du fliegst zum Außenposten und denk dran. Wenn Orvus lebt, musst du unbedingt die Position der Uhr aus ihm herausholen. Viel Glück. New Barrow! Das wäre so ein Spiel, wo ich nochmal echt gerne LPen würde.
Was denn? Ich höre dich, Quark. Wie läuft's mit das Lilith Wars. So. Ich meine, das würde auch bestimmt ein paar Zuschauer interessieren. Ich glaube, war nicht Lilith Wars auch eines der ersten Games so, die mir zumindest einfallen, wo du verschiedene Wege zum Ziel hattest? Na ja, hast du ihm gesagt, oder irgendwie 14 verschiedene Wege wählen konntest und alle haben dich zum Ziel geführt? Jein, du musstest teilweise... ja, aber ich meine, du konntest ja am Anfang direkt so nach oben auf dem Planeten und nach unten und dann wieder wechseln und so. Ja, im Planeten selber, wenn du durch den Wasserfall geflogen bist oder so, der irgendwo war, dann kamst du woanders hin und sowas. Oder du könntest andere Bosse entdecken für die Leute. Genau, das meine ich nämlich, dass du andere Bosse dann... Und du musstest die machen, damit du 100% kriegst oder irgendwie sowas war das? Ja, aber du konntest ja auch schlichtweg wirklich von dem Planeten her auf der Weltkarte. Ja. Andere Wege wählen. Du konntest ja oben den Weg lang. Ja, stimmt. Hast die Planeten unten nie gesehen. Das war richtig cool. Das Spiel war verdammt schwer übrigens. Ja, Quark retten wir aber noch, oder? Ich sage ihn. Ja, dann rette ich ihn gerade noch. Ja, mach ich gerade noch schnell. Dürfte ja eigentlich ziemlich fix gehen für Rätseldomme. Rätseldomme, ja, aber ich hab ja. Wahrscheinlich, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Sorry. War der Schalleruptor. 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 Was passiert? Okay, die erwarten dich bestimmt. Ich wollte eigentlich jetzt hier so. Schalleruptor. Ah. Das war der Domme. Geh doch einfach mal durch, ohne was zu machen. Nee, die. Die greifen dich nicht an. Nee. Ach, ist das so eine Spielcasino oder was? Wo irgendwie nur eine Art von. Ich wollte gerade Menschen vor sagen. Allen Dingen, du kannst vor allen Dingen, glaube ich, hier sogar spielen, wenn ich mich nicht irre. Echt? Ja. Das ist cool. Aber erstmal. Die Rüstung. GrumbleNet. Awesome. Ja kaufen. Die kaufen. Oh. Intergalaktischer Striptease, Leute. Aber nackig machen. Oh. Nagil. Flash gefällt. Ich hab immer noch das Lied von Sailor Moon im Kopf, weil es so gut ist. Sailor Moon? Ich muss also alle sieben. Bin Sailor Moon. Ja, das war wirklich. Oh, war geil. Disco. Der Groovy. Oh. Okay, Vorschau, der ist so gut. Der ist echt gut. Werden Sie gerade mal wieder von Feinden überrannt? Ist das Groovy-Ton die perfekte Waffe, um das Schicksal zu Ihren Gunsten zu wenden? Werfen Sie eins in eine große Menge. Das Groovy-Thron spielt eine packende Melodie, die unkontrolliertes Tanzen auslöst. Das verschafft ihnen Zeit, Munition nachzufüllen, zu fliehen oder möchte gern Feinde für immer ins Jenseits zu befördern. Mit der feurigen Waffe ihrer Wahl. Der Groovy-Thron-Werfer. Erhältlich nur bei GrumbleNet. So mit den direkt auf kaufen. Jeden den will ich wirklich Fall, haben. Das könnte einer der geilsten Waffen sein, die es gab. Die ist aber auch echt die ist geil. So lustig. Von dass sie für jeden Gegner im Spiel wirklich so eine Tanzanimation haben. Es ist so lustig. Da kommen ja 11.000 raus mit den Ding. Das ist ja voll geil. Ich kann mir die anderen auch irgendwann machen. Ja, können wir mal ein bisschen präsentieren. Groovy-Thron, ey, das ist so. Nur drei Dinger, ey. Ja, aber. Ja, gut, das ist natürlich fair. Das ist ja auch nichts, was du so immer nutzt halt. Bosse halt bei Bossen geht's nicht, ne? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wäre ja auch zu schön. Geht hier ab, ey. Ach, ist das die so eine Arena oder das was? Das ist die Arena. Ah. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Ne, ich glaube, dann hol ich mir aber doch noch den Dynamo des Inhalts, ey. Okay, Chef. Ich glaube, der könnte hier eventuell nützlich sein. Ach, das war diese Blitze, ne? Diese nee, so. Obwohl das. Stimmt. Der war die Tesla-Geschütze. Soll ich die holen, oder? Ist mir wurscht. Was war denn nochmal der Dynamo? Was du für besser. Der Dynamo war dieses Teil, was du so durch. Oh, nee, dann mach lieber die Tesla-Geschütze, glaube ich. Schön mit ihm. Okay, einfach mal ein bisschen was okay rein, sein. Einfach mal ein bisschen also ich Turnierchen. Ich kann mich halt nur an früher erinnern, da waren die. Meisterschaft One! Willkommen ins Party.